Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch bei uns vor der Haustüre zu spüren. Extreme Hitzeperioden, gefolgt von Ernteausfällen oder die Flutkatastrophe von Braunsbach, sind nur einige der Beispiele. Um den Klimawandel aufzuhalten, müssen wir den Ausbau der regenerativen Energien wie die Windkraft vorantreiben. Denn Windkraft ist nicht nur unbegrenzt vorhanden, sie ist auch sauber. Im Hinblick auf die Energiewende trägt die Energiegewinnung durch Windkraft auch einen signifikanten Beitrag zur Schließung der Kraftwerkslücke bei, die durch die Abschaltung der Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022 entsteht. Das Prinzip der Windkraftanlagen ist dabei denkbar einfach. Der Wind bewegt die Rotorblätter. Der Rotor ist mit einem Getriebe verbunden, welches einen Generator antreibt, der wiederum aus dieser mechanischen Energie elektrische, also Strom, erzeugt. Und das nicht zu knapp. Die an strategisch sinnvollen Standorten von den Stadtwerken Schwäbisch Hall errichteten Windkraftanlagen erzeugen im Jahr an mehr als 7000 Stunden Strom. Im Vergleich, ein Jahr mit 365 Tagen hat 8760 Stunden. In konkreten Zahlen bedeutet das, 10 Anlagen in der Region Schwäbisch Hall mit ca. 3,3 bis 3,6 Megawatt pro Anlage und einer Gesamtleistung von rund 34 Megawatt liefern im Jahr ca. 73 Millionen Kilowattstunden Strom für etwa 20.000 Haushalte. Die Abstände der Windenergieanlagen zu den nächsten Wohnbebauungen betragen dabei mindestens 800 Meter. Somit übertreffen die Standorte den im Windenergieerlass Baden-Württemberg festgelegten Vorsorgeabstand von 700 Metern. Auch beim Thema Schall werden die Grenzwerte deutlich unterschritten, wie eine 2016 in Auftrag gegebene schalltechnische Untersuchung belegt. Beim Bau und Betrieb der Anlagen müssen hohe gesetzliche Anforderungen an Natur- und Artenschutz eingehalten werden, sodass der Eingriff in die Lebensräume minimiert und die Tötung der Tiere verhindert wird. Zum Schutz von Fledermäusen werden die Anlagen beispielsweise in den Sommermonaten zu bestimmten Zeiten abgeschaltet. Über ein Monitoring werden die Flugaktivitäten erfasst und die Abschaltzeiten an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Um die Tötung von Vogelarten wie dem geschützten Rotmilan oder dem Wespenbusser zu verhindern, werden sogenannte Ablenkflächen, also Ersatzflächen für die Nahrungssuche der Tiere, geschaffen und bewirtschaftet. Die Windkraftanlagen haben eine Nabenhöhe von bis zu 150 Metern bei einer Gesamthöhe von bis zu 220 Metern. Verglichen mit diesen Ausmaßen ist der Platzbedarf der Anlagen sehr gering. Um dennoch einen Ausgleich für die benötigten Flächen zu schaffen, wurden diese an anderer Stelle wieder aufgeforstet. Zusätzlich wurde mit den Himmelsweihern im Umfeld ein Biotop als Lebensraum für die unterschiedlichsten Tierarten geschaffen. Trotz hohem Potenzial hinkt Baden-Württemberg beim Thema Windkraft im bundesweiten Vergleich weit hinterher. Deshalb hat die Landesregierung sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 mindestens 10% des Strombedarfs mit heimischer Windenergie zu decken. Bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall kommt schon heute ein Drittel der erzeugten Energie von den Windparks Kohlenstraße und Rote Steige. Global Warming, Naturkatastrophen und in deren Folge Überschwemmungen, Dürren, Hungersnöte sowie Hunderttausende Tote. Angesichts der heute bereits spürbaren und verheerenden Folgen des Klimawandels liegt es in unser aller Verantwortung, den Ausbau der Windenergie voranzutreiben und zu unterstützen. Es ist bereits 5 nach 12. Wir müssen handeln. Jetzt!